Willkommen zurück, ihr Kultisten, bei Let's Play Diablo 3. Wir sind wieder zurück hier in Neu-Tristam und jetzt haben wir die Quest dem Zirkel folgen. Richtig, nachdem in der letzten Folge Deckard Cain verstorben ist, müssen wir jetzt sein Erbe antreten und die Welt retten. Der hat richtig eins auf den Deckard bekommen. Oh, komm, darüber lacht doch keiner. Das Interessante ist übrigens, dass die Dorfbewohner, je nachdem, was man gerade für Quests und sowas hat, die quatschen immer anderes. Ihr werdet diese Kultisten dafür büßen lassen, was sie getan haben, nicht wahr? Sie dürfen damit einfach nicht durchkommen. Na klar, lassen wir die Kultisten büßen. Also jetzt nicht euch, sondern die anderen, halt die Bösen, ne? Und ich würde sagen, wir pesen direkt mal zum überfluteten Tempel. Ja, ab hin da, komm. Können Oder wir nach... von hier? Moment mal. Oh, ich Idiot. Ich wollte gar nicht durch das Portal gehen. Ach so, ich bin jetzt mal mitgereist, aber das ist ja sinnlos. Genau, reisen wir gleich wieder zurück. Ja, super Opener heute und wir müssen eigentlich... vielleicht die Verbindung vom Server trennen. Ja, ist eine gute Idee. Komm, wir lassen das jetzt mal einfach so. Hier, so sehen wir übrigens aus, wir beiden, ne? Wollte ich nochmal sagen, wollte ich jetzt mal zeigen, nachdem wir den Connect verloren haben. Und ich würde sagen, wir führen das Spiel einfach mal direkt wieder fort. In der Hoffnung, dass es dennoch funktionieren wird. Ja, die Server sind ein bisschen überlastet gerade bei Blizzard. Ich habe einen neuen Verbündeten gewonnen. Doch die Diener der Hölle werden stärker. Natürlich werden die Diener stärker, aber wir müssen trotzdem Gas geben und reisen sofort über den Wegpunkt. Wo müssen wir eigentlich hin? Ach, Keller der Kapelle. Zap. So. Da kommt auch schon wieder der Herr Sarrazar. Hallo, hallo. Ja, hier waren wir tatsächlich noch nicht. Guten Tag, die Damen und Herren da draußen und ein herzliches Willkommen auch nochmal von meiner Seite zu Let's Play Diablo 3. Und jetzt hier in Wortham, muss man so britisch aussprechen, ne? Wortham. Wortham. Ah, it's the kind of town I like to be. Please, can you give me a Earl Grey tea? I wanna dance. Earl Grey, hot. Hört sich ein bisschen warm an. Earl Grey ist ein richtig guter Tee, muss ich sagen. Und die Geschichte vom Earl Grey kenne ich ja wieder aus Dokus erzählen. Die kommt eigentlich daher, dass mal ein Schiff umgestürzt ist, wo Bergamott drin gelagert war. Und dieses Zeug ist dann mit dem Tee zusammengemischt worden, der auch ebenfalls in diesem Schiff gelagert wurde. Und da haben die gedacht, kippen wir nicht weg das Zeug, bieten wir an. Und so ist der Earl Grey angeblich laut dem Mythos entstanden. Der Earl Grey Tee. Mit der Bergamottnote. Das stimmt natürlich alles gar nicht. In Wahrheit hat Captain Picard Earl Grey erfunden. Das weiß doch jeder. So, Roger, der Alchemist, hat für uns einen Auftrag, wie es aussieht. Wollen wir dir mal zuhören? Jo. Dann los. Hallo Wanderer. Ich verkaufe Tränke und Farbstoffe von hoher Qualität zu einem gerechten Preis. Hier, sieht sie euch mal an, wenn ihr wollt. Ja, dann schauen wir uns die mal an. Oh, würdet ihr mir vielleicht noch einen Gefallen tun? Es gibt da unten bei den Höhlen einen Verrückten, der nach einem Trank verlangt, um sein Blut süßer zu machen. Ist das zu glauben? Würdet ihr ihm vielleicht diesen Trank bringen? Na klar, das machen wir doch glatt. Ist bestimmt ein Mückenzüchter und wir haben jetzt einen Trank bekommen, den wir überliefern müssen. Und was können wir denn kaufen? Färbemittel brauchen wir eigentlich gar nicht, ne? Wir können aber mal unseren Krempel reparieren. Das ist vielleicht eine gute Maßnahme. Zack. So, Färbemittel schaue ich mir gerade mal an. Was können wir denn da machen? Ach, das wird dann so blau, ne? Oder wie? Genau. Nee. Ich hole mal spaßeshalber ein Winterfärbemittel, nur für das Let's Play, um zu gucken, wie es so aussieht. Das ist doch gut, genau. Das könnte auch so nett aussehen. Weiß wahrscheinlich wird das, ne? Natürlich. Die Farbe ihrer Rüstung zu ändern. Sie finden das Färbemittel in ihrem Inventar. Was mache ich denn jetzt damit? Ich nehme das Färbemittel... Dieser Gegenstand ist nicht die richtige Art von Gegenstand für diesen Ausrüstungsgegenstand. Genau das gleiche Problem. Ach, für den Ausrüstungsplatz. Vielleicht Rechtsklick? Nee, da verkaufen wir wieder. Ich kaufe mir jetzt mal eins. Geh mal hier in das Ding. Wir haben das noch nie gemacht, deswegen probieren wir es gerade. Rechtsklick auf das Färbemittel, um es zu aktivieren. Alles klar, dann mach das mal auf die Rüstung. Meine Rüstung ist schon weiß. Jawohl, meine auch. Ich weiße mich mal ganz kurz komplett ein. Das sieht ziemlich cool aus, finde ich auch. So, 1, 2, 3. Ich hätte ja 4. Lieber ein schwarzes Färbemittel, weil meine Seele so schwarz ist. Das würde auch gut also, zu dir passen. Nee, eigentlich gar nicht. Nee, aber jetzt hier im Spiel natürlich. Bin ja ein netter Kerl. Du bist ja wieder der Schwarzmagier.
der ganz schön viel am Schwatzen ist. Obwohl es geht. Ich halte mich ja hier wirklich zurück, bewusst auch mal. Normal quatsche ich ja viel mehr in so einem Let's Play, aber ich will ja nicht in eure Zwischensequenzen da reinplaudern. Das wäre ja doof. Das finde ich super. Guck mal, wie ich jetzt aussehe. Ja, ich auch. Wir sind die White Brothers. Aber echt. Cooler, White, aber. White Trash, ja. Die Himmelskrieger. Himmel, gibt's jetzt was auf die Fresse. Für die Seite des Lichts. Mögen wir das Böse zerschmettern. Ist aber auch wichtig, denn im Dunkeln sieht man nichts. Das stimmt. Du leuchtest ja quasi. Hier ist noch jemand, ein netter Kerl, ein verrückter Einsiedler. Sieht ein bisschen aus, als hätten wir Pyjamas an gerade, ne? Oder so Jogginganzüge. Oder wir waren aus der Anstalt entflohen. Egal, ich quatsch mal den Einsiedler an, für den haben wir doch das Gebräu. Ich bringe euch diesen Trank vom Alchemisten. Oh, perfekt! Meine Herrin wird mich nun annehmen. Ihr Blut und das meine werden schon bald mit einer Stimme singen. Ja, mein Blut singt auf jeden Fall auch mal mit einer Stimme. Mit der Stimme des Meriganos! So, Ereignis beendet. 1200 Erfahrungspunkte für jeden und 215 Gold. Und ich würde sagen, wir betreten die Höhlen von Aranai. Aber nein. Lass uns das lieber nicht tun. Oh, ich hier. Sehe. Spinnen. Das riecht nach Spinnen. Oh. Eier. Insekten. Widerlich. Bah. Bitte keine fetten, hässlichen Mörderspinnen. Bah! Oh. Achtung! Was denn? Neues Wissen freigeschaltet. Über Spinnen. Jungspinnen mögen alleine ungefährlich erscheinen, doch ihre Anwesenheit sollte Reisenden eine Warnung sein. Denn wo Jungspinnen sind, lassen sich auch Matriarchinnen finden. Und ausgewachsene Arachnide beschützen ihre Jungen ausgesprochen aggressiv. Die Jungspinnen selbst haben großen Appetit und können einem in die Enge getriebenen Abenteurer beträchtlichen Schaden zufügen. Zum Beispiel den plötzlichen Tod. Naja, dann würde ich sagen, wir suchen uns jetzt mal möglichst keine jungen Spinnen. Aber so zwei Spinner wie wir, die müssen doch mit so ein paar Spinnen fertig werden und mit so einer Matriarchin sowieso. Natürlich, die sind uns auch Spinnefeind, würde ich sagen. Vielleicht sollten wir uns erst noch ein paar magische Gewänder spinnen. Oh, warte. Arachnider, Arachnis Hörrohr. Bäm. So. Man muss ja sagen, Spinnen sind wirklich fiese Viecher. Und welche Insektenarten findet ihr denn am ekelhaftesten? Eine gute Frage. Also da gibt's ja einige. Auch so fette Käfer. Ich hab übrigens neues Wissen akquiriert. Das teile ich gerne mit dir. Die allgegenwärtige Spinne ist eines der ältesten und anpassungsfähigsten Wesen der Welt. Sie hat anscheinend auch eine höchst unpraktische Empfindsamkeit gegenüber Magie entwickelt. Bei Kontakt nimmt ihre Größe drastisch zu und sie zaubert sogar selbst. Aufgrund dieser Gefahr rate ich, dunkle Orte nach Möglichkeit zu meiden. Ich finde es ja interessant, dass man als Magier eine Ausbildung absolvieren muss, um Magie zu nutzen, und Spinnen können das teilweise dann wohl einfach so, wie es aussieht. Ach Mensch, lass doch mal den Sarazar in Ruhe. Lass die Finger von mir, Lass die Finger von Emanuela. Alle 8 Finger. Ach, hast du da hinten wieder Spaß? Ach, die... Oh, Vorsicht, auch so Netze und sowas. Ja. Ne? Ach, Huah. Der Giftschleicher. Achtung. Huiuiui. Da schleichen wir gleich mal zurück. Da müssen wir echt aufpassen wahrscheinlich. Könnte ich mir vorstellen, dass dieser Giftschleicher uns vergiften könnte. Ja, mit Gift haben wir ja schon schöne Erfahrungen gemacht. Genau. Oh, wen haben wir denn da? Kaneo Schreckenfang. Einmal mal betäuben und drauf. Bam. Seine berufliche Ausrichtung war übrigens Aufseher. Sehr aufsehenerregend. So, ich habe irgendwas Schönes bekommen. Armschienen der Dorn. Nee, habe ich schon. Und der Rest ist leider nur für Dämonenjäger. So, ich habe gerade mal eine ganz kleine Spinne plattgetreten. Hier, Vorsicht! Oh, wen haben wir denn da? Oh, Vorsicht, Netze. Bams! Kann man eigentlich die... Ah, einige Eier kann man auch zerschmettern. Nicht die gelben, man kann nur die normalen, diese hier. Eiersack. Mal schön in die Eier rein. Voll in die Eier. Immer mitten rein in den Sportbeutel. Da ist aber nichts drin, das ist ja lächerlich.
Also ich hatte eine Rüstung schon in meinem Eiersack. Ich hatte noch gar nichts in meinem Eiersack. Sterbt. 6 mit einem Schlag getötet. So, du Gewämse. Aus dem Weg. Der Arkanide Horror. Oh, da kommt wieder so ein fettes Vieh, so ein Giftschleicher. Ja, ich mach erstmal Achtung. Ich habe irgendwie Angst, dass der gleich zerplatzt und dann irgendwie irgendwas über uns wirft. Wie bei Rainer Kallmund. Leises Kichern. Oh. Staubige Tasche. Sekunde, wirres Geschreibsel eines Einsiedlers. Einst war ich einer von ihnen. Gewöhnlich. Unberührt. Bis ihre Stimme zu mir kam. Danach wusste ich, wie ich zu dienen habe. Ich muss den töten, der meine Herren bedroht. Und auch die dunkle Macht, die sie geschaffen hat. Ich wurde auserwählt. Der redet ein bisschen wie du. Ja, der tickt auf jeden Fall nicht mehr sauber. Aber ja. Ich bin ja auch ein Spinner, wie wir festgestellt haben, weil ich komme so gut mit diesen Spinnen klar. Also in Wirklichkeit finde ich Spinnen wirklich, wirklich... Boah. Spinnen ist nicht so mein Ding. Verstehe ich gar nicht. Zurück in die Hölle. Ich wärme mich aber gerade erst auf. Insofern ist das vielleicht bald noch mein Ding. Was ich ja schön finde an den Spinnen, die haben so viel Gold dabei. Ja, schön. In das ihre. Passiert einem zu Hause nicht so. Nee, das ist auch immer ziemlich sinnlos eigentlich, aber das ist typisch Rollenspiel, auch typisch MMO und so. Boah, Alter, hier einfach mal rein mit dem Zeug. 15 mit einem Schlag getötet, Heiling. Das ist doch nice. Das hier fällt mir gut. So, wir müssen uns mal koordinieren, wo wir langlaufen. Achtung, Achtung. Ja, hier auch. Oh, 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 oh. Der Giftschleicher. Drauf da! Arkanida Horror, mein Lieber. Ja. Den habe ich gesucht. So, hier unten. Das sind auch so kleinere Spinnen. Siehst du die? Vorsicht! Ja, ja, auf die kannst du einfach drauf treten. Die sind dann kaputt. Ach, der ist aber dir. Oh, 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 oh. Vulkatos lächelt auf dich heran. Also irgendwie muss ich mal wieder einen anderen Zauber einstellen. So langsam reicht's mir hier mit dem Ding. So, ich hab grad heimlich mal gelevelt nebenbei. Revanche, ich guck mal ganz kurz. Primär, Raserei, nee. Bei Hieb habe ich was Neues. Die Rune der Offensive. Ihr verursacht zusätzlichen Schaden. Stoßt eure Gegner aber nicht mehr zurück. Ja, das brauchen wir glaube ich nicht. Ich bleib bei Spalten mit Eruption. Erstmal, Speer der Uhr an bei Macht, da haben wir jetzt die Revanche. Führt einen Gegenangriff aus, der euch mit jedem getroffenen Gegner heilt. Jedes Mal, wenn ihr getroffen werdet, besteht eine Chance, dass Revanche verfügbar wird. Ich glaube, das mache ich mal mit der Revanche. Den Speer benutze ich ja eh nicht. Weißt du eigentlich, wie viele Levels hier in Diablo 3 gibt? Leider überhaupt nicht, weißt du das? Nee, ich bin auch nicht informiert, aber vielleicht wissen das ja ebenfalls die Zuschauer. Was habe ich denn für eine komische Rüstung angezogen? 25 Rüstung? Habe ich die aus Versehen zwischendurch ausgetauscht? Mist. Oh Mann, ist dem Gronkh die ganze Zeit nicht aufgefallen? Ist der doof? Nee, der ist so imber, dass er das gar nicht gemerkt hat einfach. Komisch. Mir ist das mal bei Star Wars The Old Republic passiert, dass mir ein zweites Lichtschwert kaputt gegangen ist und ich dann die ganze Zeit nur mit einem Lichtschwert rumgeeiert bin. Und hast du es nicht gemerkt? Also zumindest 10 Minuten lang oder so nicht. Man achtet ja auch sonst nicht unbedingt drauf im Eifer des Gefechts. Ja, vor allem unterschätzen die Leute halt auch immer, wenn man auch noch dazu moderieren muss. Wenn man auch ein bisschen quatscht, hier noch ein bisschen Zwiegespräch führt mit so einem Hampelmann wie mir, dann vertut man sich halt auch schnell. Ja, das stimmt. So, das mal mit dem Hampel hier. Man natürlich nicht, aber der Rest auf jeden Fall. Man ist nicht mehr ganz so konzentriert und manchmal nicht ganz bei der Sache. Ich habe auf jeden Fall mal wieder den Froststrahl aktiviert. Der hat mir irgendwie besser gefallen. Dein Liebling, der Froststrahl. Ich hoffe, wir kriegen noch so eine richtige Bombe, so eine magische oder so. Ein bisschen ist ja schon dieses Schockding so. Vielleicht sollte ich das auch mal wieder aktivieren. Da kann ich auf jeden Fall mehr Gegner mit plätten. Das mache ich auch mal wieder. Ich habe jetzt im Moment die Spektralklinge aktiv, diese hier, diese Duft, 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 Duft. Die Duft, Duft, Duft? Genau, diese. Nee, Duft, Duft ist nicht so gut. Hauptsache, du hast Bzzz, Bzzz wieder drin. Ja, Bzzz, Bzzz.
Kommt sofort. So, ich warte mal so lange auf dich, einfach hier drüben ist auch schön. Ist echt eine schöne Gegend hier in diesem Spinnenloch. Ja, man fühlt sich so ein bisschen wie im Hotel. Ja, das Ding ist doch deutlich effizienter hier für die Spinnen, weil das sind ja direkt mehrere Gegner, die ich damit ausschalten kann. Und das genau. Bietet sich ja an. Also hier auf jeden Fall. Also Area Damage ist ein ganz großes Thema. So, Moment. So, ich frage mich, wo die Höhle hinführt hier. Das frage ich mich allerdings auch. Und ich vermute mal, also jetzt mal unter uns beiden hier, ne? Das muss ja jetzt keiner wissen. Aber ich vermute mal, das werden wir erst in der nächsten Folge erfahren, oder? Das könnte durchaus sein. Dann hoffentlich sehen wir uns dann wieder in der nächsten Folge von... Let's Play Diablo 3. Tschüss, Freunde. Bis später.